Morgen kommt dieser Inspektor wegen der Volksküche. Sag lieber Armenküche. Ach, wir können von Glück sagen, weil wir genommen werden. Wird schon ordentlich aussehen bei uns. Das meine ich nicht. Was sollen wir anbieten? Was so einer isst, meinst du? Nein. Wann sollen wir für die Leute kochen, wenn wir den Zuschlag kriegen? Na, Suppe, was sonst? Ja, vielleicht. Minestrone mit Brot. Das ist das Einfachste, das Billigste. Und man kann auch Augen ausstrecken. Arme Küche. Mein Gott, wer hätte das gedacht? Und alles hat so gut angefangen. Bis wir gekommen sind, stimmt's? Seitdem geht's euch schlecht. Ja, genau. Mach bloß auf, du Naseweiß, sonst gibt's was an die Ohren. Schwer. Carlo, nimm's. Carlo, wo ist eigentlich Rita? Die spielt unten am Bach. Pass auf, dass sie nicht reinfällt. Manchmal weiß ich gar nicht, wie wir das alles schaffen. Na, irgendwie geht's immer. Du bist eben doch ein Stehaufmännchen. Findest du wirklich? Ah, mir. Guten Tag. Bitte. Signorina, meine Herr, nehmen Sie Platz. Heute, wir haben Gnocchi. Tipo Italiano. Sehr gut. Verzeihen Sie, wir wollten etwas trinken. Geht das? Ja, natürlich. Was darf es sein? Haben Sie Apfelmost? Ja. Und für Sie? Ich nehme ein Bier, bitte. Und sagen Sie, sind Sie der Wirt hier? Nein, der ist in der Küche. Kann man dem mal sprechen? Ich rufe ihn. Tag. Tag. Das sind zwei junge Leute, die wollen dich sprechen. Mich? Warum? Keine Ahnung. Mein Gott, was war ich früher fix. Und heute? Furchtbar. Mutter, das ist ein Hirnschlag. Sei froh, dass du überhaupt wieder rumkrabbelst. Aber wirklich, seien Sie nicht undankbar, Frau Burmeister. Ach, das bin ich doch gar nicht. Aber trotzdem. Das wird schon wieder, hm? Aber das ist doch viel zu gefährlich, was ihr da vorhabt. Aber wieso denn? In Berlin gibt's an jeder Ecke politisches Kabarett. Aber wir sind ein Speiselokal und es geht schlecht noch dazu. Aber wir beeinträchtigen ja nicht Ihren Betrieb. Betrieb? Excuse. Wir kommen einmal in der Woche. Wenn Sie dicht machen, üben tun wir drüben in Altona in unserer Wohnung. Aber wir brauchen Publikum, einen Ort zum Auftreten. Wir bringen unsere eigenen Gäste mit, Leute aus der Nachbarschaft. Man kennt uns, Kurt und Ilse, die zwei Kulis. Wir waren sogar schon im Rundfunk. Wirklich, ich würde euch gern helfen. Und ich finde das auch wichtig, was ihr macht. Herr Kavonen, Ihr Lokal geht schlecht. Und wir suchen einen Platz für unser Programm. Also. Wir sind ein Speiselokal, kein Varieté. Aber wir brauchen keine Bühne, wir haben doch gar keine Dekoration. Wir brauchen nur Ihr Klavier und ein aufgewecktes Publikum. Bitte. Gut. Ein Versuch. Hm? Alles in Ordnung? Ja, danke. Ausgezeichnet. Schmeckt gut. Gut. Politisches Kabarett hat uns gerade noch gefehlt. Damit uns auch noch die letzten Gäste wegbleiben, oder was hast du dir dabei gedacht? Aber vielleicht laufen uns ja ein paar neue zu. Stell dir mal vor, wenn 20 Leute kommen und jeder von denen... Jeder von denen würde sich mit vier anderen einen Apfelmost teilen. Das sind doch alles Leute, die leben von der Hand in den Mund. Ihre Finger können Sie nicht essen, oder? Sehr witzig. Und ich komme morgen wenigstens wieder ordentlich viele bei der Volksküche. Also, wie viel? 40 oder 50, was weiß ich. Wie soll ich wissen, wie viel zu besparen?
Herr Cavone, wir müssen es genau wissen. Bitte zählen Sie das nächste Mal. So, hier ist das Geld für 40 Suppen. Zählen Sie nach. Es waren aber eher 50. Wollen Sie sich an diesen armen Teufel noch bereichern? Nein, aber ich will auch nicht aus lauter Mitleid selbst zugrunde gehen. Hier, unterschreiben Sie. Ach übrigens, die Leute haben sich beschwert. Vielleicht fällt Ihnen auch mal was anderes ein als immer nur Suppe. Wir haben schließlich noch keinen Winter. Das ist, glaube ich, nicht, dass sich jemand beschwert hat. Weil die Leute sind immer ganz begeistert und kriegen reichlich. Was sollen wir denn servieren für 30 Pfennige? Ein Goldsteiner Schnitzel vielleicht mit Nachtisch? Sind Sie nicht unverschämt. Wir sind auf Ihr Lokal nicht angewiesen. Die Wirte reißen sich um die Volksküche. Sie müssen entschuldigen. Mein Mann ist etwas nervös. Wir haben im Moment ziemliche Sorgen. Zwei kleine Kinder, meine Mutter ist krank und einen alten Onkel meines Mannes müssen wir auch mit versorgen. Ja, ja, er ist schon sehr alt und klapprig. So. Ja, furchtbar. Trotzdem sind Sie noch gut dran. Es gibt viele, die gern mit Ihnen tauschen würden. Was meinen Sie, was man heutzutage alles an Elend sieht? Meinen Sie, ich kriege was Geschenkte? Wir haben 10 Jahre schwer gearbeitet. Ich bin selber Sozialist. Meine Familie sind keine reichen Leute. Ach, nur hören Sie auf. Glaube Ihnen ja, dass Sie zum Proletariat gehören. Heutzutage muss jeder sein Päckchen tragen, ne? Wollen wir mal, was? Sagen Sie mal, was ist denn das? Oh, junge Leute, die hier ein kleines Kabarettprogramm aufführen wollen. Haben Sie Lust? Betreiben Sie jetzt auch noch ein Theater? Auf Wiedersehen. Nichts für ungut. Du musst doch mal Reklame machen beim Inspektor für diesen Quatsch. Die Armenküche hat auf jeden Fall einen Vorteil. Man kann früher Schluss machen und hier in der Sonne sitzen. Ein kleiner Trost. Vogel war heute wieder da und hat mich voll gequatscht. Vito, lass dich nicht ein mit diesen Leuten. Er sagt, jetzt, wo die Partei so im Kommen ist, ist es ein Vorteil, sich zu engagieren. Position zu beziehen, hat er gesagt. In einigen Jahren werden sie die Regierung übernehmen. Vito, das Wichtigste ist, dass wir in Ruhe arbeiten und unser Geld verdienen können. Von mir aus auch mit diesen Leuten. Man muss ja deshalb kein Nazi sein. Es gibt viele Arbeitslose und das ist sehr schlecht. Doch es gibt auch viele Leute, denen ist das recht. Denn in harten, schlechten Zeiten kann man besser vorbereiten einen letzten Urnengang. Denn dann kommt der stramme Mann und sagt, hier geht's lang. Denn dann kommt der stramme Mann und sagt, hier geht's lang. Es gibt viele neue Feinde und das ist sehr schön. Dadurch kann man eigene Fehler leichter übersehen. Juden, Sozis, Kommunisten müssten in den Zellen sitzen, denn dann kämen andere dran, nämlich dieser stramme Mann, der euch sagt, hier geht's lang. Noch gemacht? Bis 2 oder so. Sogar Wachtmeister Biermann ist noch gekommen und hat einen Schnaps getrunken. Ach, die wollten gar nicht mehr gehen. Und was ich überhaupt nicht gedacht habe, die haben so viel gegessen und getrunken, also es hat sich richtig gelohnt. Schön. Immer wenn was los ist, sind wir schon im Bett. Ich möchte auch mal die Sängerin sehen. Ach, Rita, die kommt ja wieder. Und bis dahin kann Onkel Luciano noch für dich singen. La biondina in gondoletta, l'altra sera la gomenada. Dal piacere la poveretta, la sei in botta si indormenza.
was? Aber Sie wissen ja genauso gut wie ich, dass das keinen Sinn hat. Die Täter sind über alle Berge. Eben nicht. Die Täter sind hier. Um uns herum. Überall. Ja, so kann man es auch sehen. Aber ich hatte vorgestern schon kein gutes Gefühl. Aha. Was hätte ich denn machen sollen? Rufen Polizeistunde und Laden dicht machen? Sie fanden es doch auch ganz gut, das Programm. Das Programm kann mir gestohlen bleiben. Aber die jungen Leute waren recht begabt. Und das hat man jetzt von der Begabung. Diese Nazis. Ich werde nämlich mein Vogel erspähen. Er hat Einfluss. Ach, wenn der Mann nicht auch mit denen unter einer Decke steckt. Ja, dann will ich mal los. Ich werde ein Protokoll ausfertigen und komme dann zum Unterschreiben. Moin. Ach du meine Güte. Hat die SA wieder ihre Visitenkarte hinterlassen? Ja, Vito, das ist wohl das Ende von deinem politischen Kabarett, was? Das kann man wohl laut sagen. Ich wollte nur mal fragen, ob ich vielleicht mit deinen paar Möbeln aushelfen könnte. Nicht schon wieder. Wieso schon wieder? Sie haben doch erst bei der Eröffnung ausgeholfen. Na, dann ist er ja wieder mal dran. Ist doch schon 10 Jahre her. Baldes Jubiläum. Schönes Jubiläum! Jetzt haben wir im Wald den ganzen Laden leer geräumt, Herr Jakobsson. Lass mal gut sein, Leute. Ich helfe ja gerne. Aber mit dem Klavier hätte ich zurzeit nicht aushelfen können. Eures haben Sie ja zum Glück nicht zerdeppert. Ja, leider Gottes nicht. Aber damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Ans Klavier kommt mir keiner mehr ran. Ich kenne so ein schönes Partisanenlied. Hör auf, Luciano. Die Volkskugel ist heute hinten auf dem Hof. Hier ist... Ah, Sie sind's, Herr Vogel. Warten Sie. Wollen Sie mich in die Volksküche schicken, Herr Luciano? Entschuldigung. Schöne Bescherung, was da passiert ist. Ja, alles wegen einer Lappalie. Da bin ich allerdings anderer Ansicht. Ist der Chef da? Luciano! Luciano! Portante per die Funde! Wir haben ein bisschen... Herr Vogel. Moin, Herr Carbone. Ja, was hat sich denn eigentlich abgespielt? Wie? Das wissen Sie nicht? Ich denke, Sie müssten das wissen, Herr Vogel. Wie darf ich das verstehen? Denken Sie vielleicht, meine Freunde hätten was damit zu tun? Oder ich gar? Nein. Dass Sie unsere Lokal nicht zerstören wollen, das glaube ich. Aber wenn jemand etwas gegen diesen Abend haben kann, dann nur IDSA. Erstens ist es nicht meine SA. Die Sturmabteilung ist eine eigenständige Gruppierung innerhalb der NSDAP. Und zweitens läuft jeder Gefahr, sich zu verrennen, wenn er glaubt, mit Volksfeinden paktieren zu können. Wenn Sie weiterhin Kommunisten die Gelegenheit geben, sich in aller Öffentlichkeit abfällig und lügenhaft über Adolf Hitler und seine Partei zu äußern, dann laufen Sie auch Gefahr, die Konsequenzen zu spüren. Also doch. Was? Sie haben es gewusst. Natürlich habe ich gewusst, dass hier solch ein subversiver Abend stattfindet, aber ich hätte diese Form der Zurechtweisung verhindert. Und warum hat Ihr Spion das nicht verhindert? Er war doch da, saß im Publikum. Ich verstehe nicht ganz. Herr Breisach. Ich muss doch sehr bitten. Herr von Breisach ist ein angesehener Bürger dieser Stadt und ein Gast Ihres Hauses. Sie müssen es nur sagen und wir suchen uns ein anderes Lokal. So war es nicht gemeint, Herr Vogel. Ich möchte nur sagen, dass ich mit Politik nichts zu tun habe. Und deshalb sollten Sie diese Kundgebung vermeiden.
Sie können davon ausgehen, dass nur unsere freundschaftliche Beziehung Schlimmeres verhütet hat. Solange nur Stuhlbeine brechen, ist es doch wohl nicht ganz so schlimm. Stimmt's? Hier. Was ist denn das? Schon wieder was Gefährliches? Ach was, das ist eine kleine Entschädigung für euch. Das kommt nicht in Frage. Doch, das muss sein. Wir fahren jetzt ein paar Wochen nach Göttingen zu meiner Mutter und kommen zurück, wenn alles ruhig ist. Hm? Bitte seid uns nicht mehr allzu böse. Begrüßen Sie Vito von uns. Ach, wollt ihr noch was essen? Das ist schön vorsichtig. Pass mal auf, das hält die Hand nicht weg. Guck hier das Fingerchen. Siehst du? Ja. Heute waren es genau 35 Mark. Wenn das so weitergeht, können wir zumachen. Ich kann nach Italien schreiben. Zu Arturo. Der soll dir was leihen. Bist du verrückt? Bevor ich deine Brüder bieten muss, überfalle ich lieber eine Bank. Da musste ich aber beeilen. Gestern hat wieder eine Pleite gemacht. Frau Hedwig, warum ist er so ein Dickschädel? Seit Monaten geht es meinem Bruder richtig gut und uns richtig schlecht. Hai sentito quello che ho detto? Non sto parlando più con te. Wisst ihr, Kinder, in Italien, da helfen sich die Leute in einer Familie. Das gehört sich so. Bruder, Onkel, Tante, Oma. Und von jedem kann man Geld kriegen? Wenn der eine hat und der andere es braucht, natürlich. Onkel Luciano erzählt Unsinn. Es ist alles in Ordnung und ich will nichts mehr hören. Kann er nichts machen, wenn er sich von Arturo nichts leihen will? Geht's denn von Arturo so gut? Ja. Ja? Womit denn? Was macht er denn? Ach, was ist denn mit dem Wagen? Mein Gott! 50 Mark! Jetzt sind wir wieder rein! Na, wie geht's denn so? Ah, Berend. Moin. Na, stimmt das, dass man ihn hier lokal zusammengekloppt hat? Ja, leider. Diese verdammten Nazis. Man sollte sie alle in einen Sack stecken und dann tüchtig mit dem Knüppel drauf. Da trifft man immer den Richtigen. Ja, das haben Sie richtig gesagt. Wollte nur, dass Sie wissen, wie ich darüber denke. Also, wenn Sie noch ein paar Sachen brauchen. Ich hab da ein paar ganz gute Stühle und so. Danke, aber im Moment sind wir versagt. Aber Sie können mal wieder zum Essen kommen, Herr Burns. Ja, das tue ich gern. Also, schönen Tag noch. Wiedersehen. Du bist sehr diplomatisch, hm? Was soll das? Wieso denn? Lernt er das in der Schule? Na, nicht noch mal. Was ist los? Nichts! Herr Carone? Na, wie sieht's aus? Was meinen Sie? Gibt's noch was zu essen? Nein. Leider haben wir schon geschlossen. Keine Spätvorstellung heute? Sie können ja etwas singen. Oder Herr Breisach. Herr von Breisach. Der soll ja auch gerne singen. Hm.
Guten Abend. Das nächste Mal bezahlst du das Lokal. Ich würde vorschlagen, wir gehen in den Reichshof. Einverstanden, alles andere ist besser als das hier. Da haben wir recht. Vito! Vito! Hey, Vito! Entschuldigung, meine Herren, aber wir wollten gerade zu... Was, jetzt geht's gerade jetzt los? Nein, jetzt kommen wir drauf, haben wir den ganzen Tag gewartet. Sie sind jetzt so elegant, die Herren. Hat sich einer von Ihnen verlobt? Wir kommen aus der Synagoge. Was ist denn das, eine Synagoge? Das ist unsere Kirche. Ihr seid Juden, stimmt's? Ja, und heute war Yom Kippur. Das Versöhnungsfest. Wie heißt das? Ist doch ganz einfach. Yom Kippur. Ja, richtig. An diesem Tag streicht Gott alle Sünden der Menschen aus einem großen, dicken Buch und die Seiten sind wieder weiß. Wird alles ausradiert, verstehst du? Mit einem Radiergummi? Was ist denn hier los? Der liebe Gott hat heute Herrn Jakobsen alle Sünden ausradiert. Aus Dank haben wir den ganzen Tag nichts gegessen. Wir haben gefastet. Nichts gegessen? Das ist ja wie bei den Katholiken. Oh, das tut mir ganz gut, aber jetzt könnte ich einen Elefanten verspeisen. Was hat die Küche denn zu bieten? Ich werde euch ein exzellentes Feiertagsmenü zusammenstellen. Gut und billig. Siehst du, Vito, sind doch echte Juden. Und zur Feier des Tages spendiere ich eine gute Flasche Wein. Einen Chianti Classico. Bravo.